zusammen. Guten Morgen und willkommen zurück hier wieder beim Organics Farming Projekt auf der Hochbergmann auf der Beta 3 der Version 1.007. Ja, ihr habt vielleicht schon im Titel gelesen. Es gibt eine neue Beta-Version und wenn alles klappt, soll laut Farmer Andy am Wochenende für euch alle die aktuelle Version rauskommen. Also haltet die Augen offen, guckt bei LSFM vorbei, ob es kommt. Sollte also wie gesagt an diesem Wochenende passieren. So, ich habe mir gedacht, ich hole nochmal hier ein bisschen Vogelspäne ab für den Hühnerstall. Und ich habe, wie man es an der Uhrzeit sieht, ein bisschen vorgespult. Der Regen hat aufgehört. Das heißt, wir können gleich ans Dreschen gehen. Das wird endlich, sollte das dann laufen. Aber erstmal machen wir schnell noch hier den Anhänger Hobelspäne da rein. Wir müssen die Getreidetrocknung einmal auffüllen und vor allem müssen wir getrocknetes Getreide da rausholen. Die ist vollgelaufen. Habe ich gesehen. Also wir haben einiges zu tun jetzt, aber wie gesagt, eins nach dem anderen wie üblich. So, jetzt müssen wir da wieder einmal reinzirkeln. Das Gute ist, wir haben ja genügend Weizen noch am Lager, also müssen wir jetzt nicht unbedingt warten, bis wir neu geerntet haben, damit wir Sachen für die Trocknung haben. Wir müssen dann mal schauen. Ich weiß nicht, ob in dem neuen Lager hier das getrocknete Getreide zwischengelagert wird. So, der lädt erstmal ab. So, Kollege, hier einmal dreschen bitte. Ich weiß gar nicht, mit dem haben wir definitiv noch keinen Kurs hier. Das heißt, wir fahren hier einmal kurz rein, so ein bisschen. Und machen dann hier mit FP einmal Feld 10. Wir machen, ich denke mal, mindestens 3 Vorgewände scharf. 13,50 passt. Das sieht doch perfekt aus. Speichern. Dreschen. Feld 10. Nächstgelegener Punkt. So, hier wieder ein bisschen Silage ablassen. Hat noch Platz. So. Nehmen wir den. Ist zwar nur der kleine, aber den Anhänger müsste der eigentlich ziehen können ohne Probleme. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal Weizen hier aus dem Lager. Bringen das zum Trockner rüber. Dann kommen wir, haben noch 59.000 und dann holen wir aus dem Trockner das Zeug einmal raus. Und ja, ich würde es, wie gesagt, erstmal gerne zwischenlagern. Und danach sehen wir ja, wie das... wann wir es verkaufen können. Beziehungsweise wir können ja mal kurz schauen, wie es denn preislich gerade aussieht. Wo haben wir das? 2700 bei in Big Packs oder in Kisten. Nee. Und hier ist der Preis fallend, also lohnt sich im Grunde eigentlich nicht. Oder wir machen irgendwann wirklich mal eine Session, wo wir Big Bags machen mit dem Getreide. Wäre halt auch eine Möglichkeit. So,
schon mal einmal gerade ziehen. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass wir das zwischenlagern können. Weil sonst haben wir ein Problem. Erstmal das hier rein. So, abgekippt haben wir. Dann ist das Rohr da eigentlich ausgefahren. Ja. Hier. Das darüber. Ah, Rohr ausklappen. Ah ja. Kommt das Rohr darüber. Hoffen wir das beide. Jo, das passt. Dann können wir nämlich den Apparat hier wieder einschalten. Und jetzt 22.000 Liter drin. Passt, glaube ich. So, warten wir mal, bis der voll ist. Weil wir müssen uns ja schon so langsam beeilen. Der Drescher ist schon wieder ja, 62-63% voll. Das heißt, wir müssen aufs Feld rüber zum Abtanken. So, jetzt wird spannend. Ah, es geht. Sehr gut. Kann das eigentlich vielleicht sogar Kompost lagern? Der Kompost zeigt er mir hier nicht an. Gut, dann nicht. Doch, wir fahren raus aufs Feld und holen mal ein bisschen den, oder machen den Drescher mehr. Muss auch gemacht werden. Ja, guck mal, der ist genau hier unten. Das passt doch wirklich wie geplant. Doch Strom macht ja eine Ablage. Ich wollte gerade. Das sah eben so komisch aus. Aber das war nur der Schatten. Ja, jetzt, wo ich schön neben dich fahren wollte zum Abtanken, sagst du, du bist voll. Ja. So. Dann passt das erstmal. So, was haben wir denn sonst noch zu tun? Gucken wir mal bei den Tieren rein. Ziegen, ja, Wasser, das. Ziegenmilch, ja, könnten wir abholen. Bei den Kühen ist auch Milch da. Meine laufen. So, das heißt... Ah, da müssen wir den nehmen. Wir müssen nur mal schauen, wo das Milchfass ist. Aber ich glaube, das hatten wir oben irgendwo hingestellt. Da steht der Plattformanhänger. Da steht der andere Anhänger. Meine Güte. So, hier ist das Milchfässchen. Ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe jetzt die neue Beta-Version, aber ich habe die Änderungen mit den Größen der Eimer nicht geändert. Ja, das muss ich das nächste Mal machen. So, hier mal anschalten mit B. Elkvorgang starten. So. Dann holen wir da mal schnell die Milch raus. Das läuft ja weiter.
da mal einigermaßen nah ran, damit wir da dann das füllen können. So. Ja, der saugt schneller ab irgendwie. Das Ding hier melken kann. Na, euch geht's gut. Ah ja, das war's. Ausmachen. Jetzt hoffe ich mal. Oh, das geht. Perfekt. So, 3032 Liter Milk. Jetzt bin ich mir wirklich im Klaren geworden. Ja, der untere. Kann ich jetzt hier nicht hoch? Differentialsperre. Hey, was wollte ich sagen? Der untere Milchtank wird für normale Milch, weil der halt auch näher quasi an der Kuhmilch-Käse-Station ist, oder wie auch immer man das nennen möchte. So, komm mit. Nein, ich will dich nicht aufbäumen. Ne? Na! Müssen wir mal gucken. Ankoppeln. Ja, geht doch. Ja, du musst dich jetzt nicht hier verstecken im Boden. Kollege, hallo. Hallo. Ah. Ja, die Technik. Ja. Komm raus aus dem Boden. So, nächster Versuch. Leuche einmal auf. Umdrehen und warten, bis die Milch abgepumpt ist. Holen wir gleich noch drüben die Ziegenmilch. Und wenn wir dann für morgen die Eimergrößen gefixt haben, dann können wir auch wieder schön uns die Butter, nee, die Butter, die Käsemaschinen voll machen. So werden wir das machen. Wir müssen das Ding unbedingt mal wieder sauber machen. Der sieht ja aus. So, aber Drescher muss es laden werden. Wo ist er? Da haben wir ihn. So. Ja, da drüben steht er. Oh, kommen wir da rum? Eieieiei. Ja, das hat Vorrang. Drescher muss laufen. Der muss hier ernten. Ich denke mal, wir werden mit dem Stroh werden wir Ballen machen. Rundballen, wir haben ja unsere Rundballenpresse, die können wir schön mit Cursplay losschicken. Das Einsammeln müssen wir nachher selbst machen. Aber das sollte passen.
So, genau, hier waren wir. Müssen noch ein Stück zurück. Will zumindest die Milch noch ins Fass bekommen. Gut, so nicht. Warum? Wieso? Hä? Wieso geht das nicht mehr? Das ging doch sonst immer. Oder ist das jetzt auch geändert worden? So nicht aufladen. Wieso geht der Schlauch da nicht mehr? Oder mache ich da was falsch? Das war doch immer hier, oder? Ich habe nichts geändert. Zeigt ja auch nicht an, irgendwie Schlauch anschließen. Gehen wir mal von der anderen Seite. Irgendwie will das nicht. Da müssen wir uns eventuell morgen mal drum kümmern. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. So, und wir sind voll. Ja, dann ab zum Lager. Das ist irgendwie komisch da bei den Ziegen mit dem Schlauch. Ging normalerweise problemlos ran, koppeln, fertig. Warum das jetzt so Zicken macht? Keine Ahnung. Ja, aber wir müssen uns beeilen. Der Drescher ist schon wieder bei 80%. Ja, das wird eng. Ah, gut, dann steht er halt kurz. So. 21.000 Liter bitte einmal. Weiter geht's ab aufs Feld. So, jetzt fahren wir hier hinten raus. Ich glaube, da kommen wir schneller hin. Fährt da. So, aber ihr Lieben, wir sind für den Moment erstmal fertig. Morgen geht's weiter. Ich check das gleich mal wegen den Ziegen mit dem Schlauch, woran das da hapern tut. Ja, ansonsten schaut wieder rein. Und morgen früh geht's weiter um 5, wie gehabt. Und bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, und tschüss.